Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur aktuellen Ausgabe des Magazins von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei sind. In das neue Kommmarkthaus im Herzen von Bautzen zieht immer mehr Leben ein. So eröffnete in diesen Tagen ein neues Ladengeschäft, was gleich von zwei Gewerbetreibenden betrieben wird. Zum einen ist das Fuß und Schuh, die ihre zweite Niederlassung hier in Bautzen eröffnet haben. Und zum anderen Karlauf Gesundheitsgeschäfte. Wir haben uns mit den beiden Geschäftsführern zum Interview vereinbart, wollen Ihnen das neue Ladengeschäft vorstellen und es gibt ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, aber dazu dann später. Bei uns gibt es erstmal traditionell den Wochenrückblick nach nur einem Werbespot. Der Suzuki SX4 S-Cross. Ab sofort als Sondermodell SX4 S-Cross Limited. Jetzt Probefahren. Suzuki. Way of Life. Was halten Sie eigentlich von dem Streik der Lokführer? 4 Tage geht nichts mehr. Ja, ich bin davon weniger betroffen. Also gut, für die Berufstätigen ist es schlecht, aber das geht ja jetzt schon eine Weile. Das ist ja nichts Neues und ich kenne mich da auch in Berlin aus. Also den nervt das ganz schön. Wenn ich das so im Fernsehen höre, muss ich ehrlich sagen, für die, die da immer mit der Bahn fahren müssen, die uns betrifft es ja nicht in dem Sinn, aber ich finde es schrecklich, echt. Da halte ich gar nichts davon, weil das eigentlich eine Unverschämtheit ist, das, was sich die Lokführer da rausnehmen, 4 Tage den normalen Verkehr lahmzulegen. Das ist meine Meinung dazu. Die Gewerkschaft der Lokführer, 4-tägiger Bahnstreik, halten Sie es für angemessen? Ich halte es nicht für angemessen. Ich habe lange Jahre bei der Bahn gearbeitet und für die Bahn gearbeitet. Und es geht nicht, meiner Meinung nach, nicht um die Lokführer, es geht um andere Dinge, die Gewerkschaftsführung durchsetzen möchte. Zum Beispiel? Ich möchte nicht, in Anführungsstrichen, mal einen einfachen Lokführer, der Mitglied ist, fragen, ob Ihnen das gefällt. Also ich bin der Meinung, dass es viele Lokführer, die da nicht so mit einverstanden sind. Die waren zwar mit dem Streik einverstanden, aber mittlerweile geht es nicht mehr um ihre Interessen. Also wenn man das mal in der Zeitung so ein bisschen verfolgt, wie so die Verhandlungen und das alles geführt worden sind, muss ich ganz einfach sagen, dass ich finde es überzogen. Also das hätte nie so, wie sagt man so auf gut Deutsch, die müssten eigentlich nie so einen dicken Mann markieren wollen. Ich bin Lokführer im Ruhestand, da brauchen wir glaube ich nicht weiterreden. Ich vertrete selbstredend die Meinung der Lokführer. Nun gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, es geht gar nicht mehr nur um die Interessen der Lokführer, sondern es geht um Machtinteressen der Gewerkschaft. Machtinteressen hin und her. Die Lokführergewerkschaft will auch die Interessen der Zugführer und des Zugbegleitpersonals vertreten. Und das Zugbegleitpersonal macht dieselben Schichten wie die Lokführer und das ist eigentlich eine Beschäftigungsgruppe. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass hier irgendwie mal der Bahn gezeigt wird, dass die Lokführer auch wer sind. Vergleichen Sie es mal mit den Löhne oder den Gehälter mit dem der Piloten. Und der Lokführer ist nie viel anders als der Pilot. Verantwortung ist genau die gleiche, jawohl. Und der Schichtdienst, wir haben zu DDR-Zeiten schon mal weniger Stunden gearbeitet, als heute gearbeitet wird. Und das dadurch, das ist ja auch ein Streit in puncto mit, dass wieder weniger Arbeitszeit sein soll und das finde ich vollkommen in Ordnung. 4 Tage geht ja in Ostsachsen nichts mehr. Halten Sie das für angemessen? Nein, absolut nicht. Weil ich finde es nicht fair gegenüber den Fahrgästen. Das kann ich gar nicht mal so eindeutig beurteilen, weil ich mit der Bahn nicht fahre. Aber 4 Tage, ich denke, der wirtschaftliche Schaden wird nicht unbedeutend sein. Na, ich finde es richtig scheiße, weil ich selber mit der Bahn fahren muss, jeden Tag fast nach Dresden. Es kann ja nicht sein, dass so eine Gruppe das ganze Land lahmlegt. Da müsste man sich mal was überlegen, wie man das geregelt kriegt.
Das Team Münich Motorsport aus Friedersdorf gastiert in diesen Tagen zum Saisonfinale der Tourenwagen-WM in Asien. Bei der 10. Station in der chinesischen Metropole Shanghai verpassten beide Fahrer die Punkteränge. Der Italiener Gianni Morbidelli wurde im ersten Lauf 11. Teamchef René Münich belegte Platz 17. Im zweiten Rennen des Wochenendes rangierte sich Morbidelli auf Rang 13 ein. Münich musste seinen Chevrolet nach einem Problem an den Bremsen gar vorzeitig abstellen. Besser lief es am vergangenen Wochenende im japanischen Suzuka. Gianni Morbidelli konnte sich im Qualifying die Startplätze 7 und 4 herausfahren und ging optimistisch in die Rennen. Allerdings verlor er beide Male am Start schon einige Plätze. Immerhin reichte es für den Italiener zu ein paar weiteren WM-Punkten. Er wurde am Ende 10. und 8. René Münich, Teamchef und Besitzer des Rennstalls aus Sachsen, hatte im Schwesterauto mit vielen technischen Problemen zu kämpfen und kam im zweiten Lauf nur als 16. in die Wertung. Mitte November steigt dann das große Finale in Macau. Dort hofft das Team aus der Oberlausitz auf weitere WM-Punkte und einen versöhnlichen Saisonabschluss. Wir sind jetzt wie angekündigt im neuen Kornmarkthaus in einem funkelnagelneuen Geschäft, was erst am vergangenen Mittwoch eröffnet worden ist. Und bei mir sind die beiden Geschäftsführer, zum einen Carsten Karlauch vom Sanitätshaus. Karlauch, schönen guten Tag. Guten Tag. Und zum anderen Jan Kubasch von Fuß und Schuh, der Schuhorthopädie in Bautzen. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ich fange mit Ihnen an, Herr Karlauch. Sie sind ja ein gut eingeführtes Sanitätshaus hier in Bautzen. Und dann gibt es ein gemeinsames Konzept. Wie ist das zustande gekommen? Das gemeinsame Konzept ist zustande gekommen in mehreren Gesprächen, um einfach das Ziel zu erreichen, dass die Kompetenzen, die wir beide verfolgen, besser miteinander arbeiten können und wir beide Synergien davon erzielen. Also Sie sind für alles zuständig, was oberhalb der Füße ist sozusagen? Das ist richtig, kann man so sehen. Und Herr Kubasch, für die Füße. Sie gehen ja immer mal solche Konzepte ein, in Löbau mit einem Friseurgeschäft, hier mit einem Sanitätshaus. Was steckt da dahinter an Idee? Ja, eine Idee steckt dahinter, dass wir ganz einfach sagen, wir möchten im Sanitätshaus hier in der Region Bautzen zusammengehen, weil wir die Versorgung noch optimaler anbieten wollen, weil, wie Herr Karlo schon sagte, wir speziell für die Füße zuständig sind und ab oberhalb der Füße brauchen wir jemanden Kompetentes und da sehen wir natürlich auch das Sanitätshaus Karlo und wollen damit gemeinsam den Weg vorangehen in der Zukunft hier in der Region Bautzen. Wenn der Kunde, der Patient zu Ihnen kommt ins Haus, was darf er denn von Ihnen erwarten? Also er darf von uns die Kompetenz erwarten, dass wir sein Therapieziel in der Richtung erfüllen, dass die Vorgaben der Verordnung umgesetzt werden, dass die funktionellen Bandagen, Orthesen dementsprechend auch angepasst werden und er rundum sich wohl versorgt fühlt. Dann haben Sie hier ein spezielles Angebot für Sportler, für Leistungs- und für Breitensportler. Ja, eine unserer Hauptkompetenzen ist die Kompressionsstrumpfversorgung und jetzt in dieser Zusammenarbeit mit Fuß und Schuh haben wir uns gesagt, um das ganze Sortiment noch abzurunden, bieten wir jetzt den Kompressionsstrumpf für den sportlich aktiven Menschen an, der ihm dazu helfen soll, eine Leistungsförderung und eine bessere Regeneration zu erzielen. Vielen Dank erstmal. Herr Kubasch, Sie haben zum Beispiel jetzt auch ganz neu im Angebot Schuhe für Mediziner, für Gesundheitsberufe. Das ist richtig, ja. Wir haben also jetzt lang uns überlegt, welche Richtung wollen wir gehen, auch hier in dem neuen Ladengeschäft und haben gesagt, das wird es werden, nämlich für die Heilberufe besondere Schuhe anzubieten, weil wir oft mit Praxen in Kontakt sind, auch mit physiotherapeutischen Praxen, die sagen, Mann, habt ihr nicht mal richtiges Schuhwerk dafür für uns, die auch in der Philosophie von Fuß und Schuh natürlich stehen mit, sage ich mal, einem formgerechten Fußbett. Und das bieten wir jetzt neu hier in dem Ladengeschäft in dem neuen Haus an. Nun gibt es ein Alleinstellungsmerkmal für Ihre beiden Unternehmen hier im Haus, ein sogenanntes, ich sag's mal profan, Lauflabor, aber da steckt ja mehr dahinter. Das ist korrekt. Also wir haben hier in Ostsachsen als erstes ein sportwissenschaftliches Lauf- und Ganglabor entwickelt und aufgebaut, wo wir aktive Menschen, Sportler bis Hochleistungssportler untersuchen können.
Und es gibt noch eine andere Kooperation, über die ich noch mal kurz sprechen möchte. Ihr Slogan, wir leben Gesundheit. Und der wird erweitert durch den Slogan, wir lieben Sport. Richtig. In einem sogenannten Viererverbund haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir dementsprechend der Bevölkerung Leistung gemeinschaftlich anbieten. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit Intersport-Team hier in Bautzen, mit Mobilitas als Physiotherapie, Fuß und Schuh und wir, die Karloch Gesundheitsfachgeschäfte, um dem Kunden die Kompetenzen komplett anzubieten. Also quasi alles aus einer Hand oder aus der Hand eines Verbundes. Soweit für den Augenblick. Nachher unterhalten wir uns noch mit der Sportwissenschaftlerin und wollen Ihnen das Lauflabor etwas näher vorstellen. Übrigens, beide Unternehmen finden Sie im Internet. Die Internetadressen, die blenden wir Ihnen zu. Meine Herren, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen. Bei uns gibt es eine ganz kurze Werbepause. BWK, das Systemhaus. Seit mehr als 20 Jahren in der Oberlausitz der starke IT-Partner für Mittelstand und Industrie. BWK, besser wir kommen. Schauen Sie nicht tatenlos zu, wenn die Zinsen in den Keller gehen und sichern Sie sich bis zum 31. Dezember den garantierten Zins von 1,7% für Ihre private Altersvorsorge. Handeln Sie jetzt. Volksbank Löbau-Zittau. Wir beraten Sie gern. Matratzen, Betten, Lattenrahmen, Bilder, Accessoires und viel mehr. Besuchen Sie das Löbauer Schlafstudio. Sachsens größtes Matratzenstudio. Jetzt in Löbau auf der Görlitzer Straße 19. Wir freuen uns auf Sie. Für Kurzentschlossene, Gaststätte am Buchberg in Jonsdorf. Ob Firmenweihnachtsfeier, Familienausflug an den Feiertagen oder Silvester. Nachfragen lohnt sich. Fuß und Schuh. Bei uns sind Ihre Füße in guten Händen. Jahrelange Erfahrung kombiniert mit beeindruckender Technik stehen für die Versorgung Ihrer Fußleiden zur Verfügung. Sollten Ihre Füße unter Schmerzen leiden, bieten wir Ihnen unseren langjährig einzigartigen Service medizinischer Fußanalysen an. Übrigens, unsere Schuhmodelle aus ganz Europa vereinen Geschmack und Funktionalität. Sie finden uns in Bautzen, Löbau, Bischofswerda und Neukirch. Sie sind in einem Alter, in dem Ihnen das Gehen oder Treppensteigen schwerfällt? Dann wenden Sie sich an die Profis von Bernd Mobilitätsprodukte und seien Sie mobil, wann immer Sie wollen. Weitere Infos unter www.mobilitätneuerleben.de. Ein ganz normales Fest bei Familie Pufendorf. Der Baum frisch geklaut, der Ständer spurlos verschwunden, die Gans noch am Leben. Als dann noch die Schwiegermutter Brunhilde auftaucht, ist die Katastrophe perfekt. Erleben Sie die Sängerin und Kabarettistin Kathi Lehn alias Frau Pufendorf im ständigen Clinch mit ihrem Pianisten am Samstag, den 22. November im OKV Ebersbach. Gönnen Sie sich mehr Freiheit und Sicherheit im Alltag mit Bernd Mobilitätsprodukte. Jetzt zugreifen, bevor der Tropf gelutscht ist. Der Garantiezins in der Lebensversicherung wird für Neuverträge ab 1. Januar 2015 gesenkt. Sichern Sie sich jetzt noch den alten Garantiezins von 1,75% in allen Filialen der Kreissparkasse Bautzen. Herzlich willkommen im Restaurant Husarenhof. Elegante Gemütlichkeit im Herzen von Bautzen. Lassen Sie sich von pikanter sächsisch-bayerischer Küche verwöhnen. Bei uns finden Sie Platz für private Feiern, Geschäftsessen oder Firmentagungen. Und in der Sky Sports Bar verpassen Sie kein Sportevent. Besuchen Sie uns auch im Internet unter restaurant-husarenhof.de.
Jetzt am Start. Die noch schnellere Zweierkombi von Tele Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 € im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Fachmärkten für Bodenwand und Fenster wurde jetzt in Berlin der Deutsche Servicepreis 2014 verliehen. Vergeben wurde die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Servicequalität. Und guter Service fängt bei TTM schon bei der individuellen Beratung an. Zuerst wird zu Hause Maß genommen, dann steht der TTM-Berater bei der Auswahl zur Seite und macht schließlich ein konkretes Angebot. Alles unentgeltlich. Dabei ist es egal, ob es um die Fenstergestaltung, neue Bodenbeläge oder ihre Wände geht. Gut ausgebildete Fachleute und Handwerksmeister verwirklichen ihre Gestaltungswünsche. Und zwar von Grund auf. Ob in ihren Gewerberäumen oder bei ihnen zu Hause. Ihr Ansprechpartner im TTM-Markt in ihrer Nähe unterstützt sie von der ersten Idee bis zur Übergabe. Daher legen wir bei TTM großen Wert auf kompetente und gut ausgebildete Fachleute. Ich bin Raumausstattermeister seit 3 Jahren im TDM-Markt in Bautzen und freue mich jeden Tag, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Lassen Sie sich doch einfach in einem unserer TTM-Märkte inspirieren. Alles rund um Fenster, Wand und Boden. Und vieles wird auch direkt im Markt für Sie vorbereitet. Vom Ketteln Ihres Wunschteppichs über das Nähen Ihrer Gardinen bis hin zu unserem Leihservice. Bei der Vergabe des Deutschen Servicepreises spielte neben der Servicequalität und Beratung auch das große Angebot zu günstigen Preisen eine wichtige Rolle. So konnte man gegenüber Baumärkten und Einrichtungshäusern bei der Jury des Deutschen Servicepreises punkten. Die einladende Einkaufsatmosphäre in den Fachmärkten und die übersichtliche Anordnung der Produkte überzeugten die Kunden. TTM, Tapeten-Teppichbodenmarkt, ist damit bestes Einzelhandelsunternehmen in Sachen Servicequalität in der Kategorie Leben und Wohnen. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten. Mein Name ist Steffen Münsche, ich bin Marktleiter im TTM-Markt Bautzen und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Thank you.
Es ging festlich zu am vergangenen Freitag in der Aula des gerade fertig sanierten Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau. Der Kammerchor des Hauses brillierte mit wohlfeinem Gesang und die Festredner feierten knapp 7 Millionen Euro Investition für den Bildungsstandort Löbau. Nach 2,5 Jahren Bauzeit voller Entbehrungen und Improvisation im Schulalltag konnten Pädagogen, Schüler und geladene Gäste jetzt ganz offiziell den Start einer neuen Ära feiern. Schulleiter Dr. Stefan schaute dann aber erst noch einmal ganz weit zurück. Vor 136 Jahren endete die Eröffnungsrede für das Königliche Lehrerseminar, unsere Vorgängereinrichtung, mit den nachfolgend zitierten Worten, gesprochen vom damaligen Seminardirektor Grüllig. Die Wünsche, die er formulierte, 2 Jahre nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, für die Löberer Bildungsanstalt sind in vielen nachfolgenden Jahren umgesetzt worden. Ich zitiere, ich weiß es, die ganze Lausitz wird uns tragen, wenn wir unsere Pflichten tun. Und die hohen Behörden werden ihre Hand über der Anstalt halten, auf dass sie zum Schmuck und Segen die Reiche der Lausitz, einer Perle der sächsischen Krone, möge von hier aus Bildung und Gesittung über Berg und Tal der Lausitz sich ergießen. Die Lausitz aber für alle Zeiten diese Stunde der Eröffnung als eine gesegnete preisen. Tradition und Moderne, Anspruch und Wirklichkeit. Heute bietet das Löbauer Gymnasium beste Voraussetzungen für die ganzheitliche Bildung. Landrat Lange bedankte sich bei den Kreisräten, vor allem des Vorgängerkreistages Löbau-Zittau, denn immerhin 2,6 Millionen Euro des Gesamtinvestitionsvolumens stammen aus kreislichen Mitteln. Schule, Bildung ist für uns Priorität. Und ich kann Ihnen heute an dieser Stelle auch versichern, es wird Priorität im Landkreis Görlitz bleiben. Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer erinnerte an die Entwicklung des sächsischen Bildungswesens nach dem Mauerfall. Wir hatten eine relativ homogene Gesellschaft und 1990, glaube ich, auch ein ungefähr gleiches Bildungsniveau in Sachsen-Brandenburg, in der ehemaligen DDR. Wir können heute sagen, in Sachsen sind wir ein Jahr gegenüber unseren Brandenburger Freunden im Bildungsniveau voraus. Das heißt, wir, aber vor allen Dingen die Schüler hier, lernen und gegenüber Bremen sind es 2 Jahre. Das hat was damit zu tun, dass wir ein vernünftiges Bildungssystem haben, dass wir erstklassige Lehrer haben. Herzlichen Dank dafür, dass Sie diesen Beruf machen, diese schwierige Aufgabe. Und wenn die Politik das dafür tun kann, indem sie die Gebäude in Ordnung bringt, dann ist das richtig und dann ist das gut so, meine Damen und Herren. Im Deutschen Bundestag hören Sie häufiger noch von den Kollegen aus dem Westen, es kann doch nicht sein, dass das schlechteste Gebäude in einer Gemeinde die Schule ist. Kann man nur sagen, im Osten ist das nicht mehr so. Und dann konnten sich die Gäste bei einem Rundgang selbst einen ersten Eindruck verschaffen von dem, was sich bewegt hat im Löbauer Scholl-Gymnasium. Da ist zum einen das neue Theater im Gymnasium mit besten technischen Voraussetzungen und ausreichend Sitzplätzen für Proben und Auftritte der Schulchöre und Theatergruppen. Oder der Tanzsaal, die neue Bibliothek und die astronomische Beobachtungskuppel. Freundlich und hell wie die Fassade des Hauses sind nicht nur die Unterrichtszimmer. Selbst die Flure und Treppenaufgänge präsentieren sich im neuen Glanz. Übrigens, alle Räume können barrierefrei erreicht werden. Bernd Lange versicherte, dass der Landkreis Görlitz in Sachen Investitionen auf dem Bildungssektor am Drücker bleiben will. Es gibt sehr viel noch zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg und das Ende von Sanierungstatbeständen ist abzusehen. Ich gehe davon aus, 2013 haben wir durchsaniert. Dann geht es natürlich wieder von vorn zu Teilen los, aber wir haben einen Grundsockel drin und bin froh darüber, dass wir das geschafft haben. Durchsaniert ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium jetzt auf jeden Fall. Der Schulstandort Löbau ist für die Zukunft gerüstet.
So, und ganz zum Schluss unserer Sendung schauen wir nochmal hinein in das neue Lauflabor hier im Kommmarkthaus. Und an meiner Seite ist Annette Hinken, sie ist Sportwissenschaftlerin. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wie darf ich mir denn Ihre Arbeit hier vorstellen? Also, wir werden hier mit den Kunden zu Beginn der Analyse immer ein ausführliches Anamnesegespräch führen. Dabei kann der Kunde all seine Beschwerden, die er im Alltag hat, oder auch sportartspezifische Beschwerden genau beschreiben. Und davon ausgehend wird gemeinsam mit den Kunden eine Zielstellung für die Analyse erarbeitet. Danach werden spezielle Tests gemacht, funktionelle Untersuchungen der Füße und des Bewegungsapparates. Und infolgedessen wird derjenige an bestimmten anatomischen Stellen des Körpers markiert und davon ausgehend eine Videoaufnahme von einem Lauf- oder Gangbild auf dem Laufband gemacht, welches dann mit einer bestimmten Software am Computer ausgewertet wird. Diese Informationen, die wir bei dieser Analyse im Paket haben, sollen am Ende zu einem Therapievorschlag führen. Das soll zum einen eine Trainingsempfehlung sein, wo derjenige aktiv gegen seine Beschwerden vorgehen kann. Und es kann eine spezifische Einlage angeboten werden, die individuell genau für denjenigen und seine Beschwerde gefertigt wird. Dann bedanke ich mich. Das ist aber auch ein Angebot für Leistungssportler, sage ich mal. Dieses Angebot ist für Leistungssportler auch geeignet, soll aber die Freizeitsportler nicht ausschließen und auch jemand, der sagt, der möchte im Alltag noch besonders fit und aktiv sein, auch für denjenigen können wir hier eine Analyse anbieten und folglich eine Einlage, die eher für den Alltag geeignet ist, mit dazu anbieten. Genau. Ich habe mir sagen lassen, dass am Eröffnungsabend der Oberlausitz-Botschafter und Ex-Triathlet Mike Petzold das Laufband schon genutzt hat. Die Kicker von Budissa Bautzen sind auch schon angekündigt. Hier kann nichts schiefgehen im neuen Lauflabor. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Übrigens noch mehr Informationen zu unserem Programm gibt es im Internet unter www.oberlausitztv.de oder Sie folgen uns in den sozialen Netzwerken.